Oh, ein Traum! Wie schön allen abgefangen. Was für eine schöne Rechnung. Oh, nee. Oh, mein Lack. Dein schöner Lack. Aber hat nicht Lack getroffen, der hat nur da rangegüdelt, ne? Nee, der hat, da ist eine Beule drin. Lalalala. Ja, zwei Cornelius. Es könnte ein bisschen stressig werden. Hast du Glück gehabt? Nee, nee. Glück gehabt, du hast echt Glück gehabt, ja. Echt Glück gehabt. Lagerhaltung kann ich. Ein wunderschön, meine Freunde. Willkommen bei Max Speedshop. Wir beiden sind immer noch unterwegs. Auf den Spuren der Legenden des Westerwalds. So kann man das sagen. Nachdem wir Mola Modus abgetüdelt haben. Aber die Karre ist auch charakteristisch geil dafür. Wer kann sagen, ja, was du willst? Ja. Das passt richtig gut. Perfektes Fahrzeug für diese Mission. Super geil, ja. Oh, gebrannt hier, guck mal. Ja. Gutes Platt, die kannst du wegschmeißen. Naja, auf jeden Fall wollen wir jetzt hier in Ludolf. Das Problem ist, sie machen hier 10 Minuten, nachdem wir ankommen, zu. Das liebe ich ja immer, kurz auf Feierabend hier aufzutauchen. Aber anderweitig, der fährt so geil den Pilaslader. Ja. Das musst du nicht machen. Machst du auch nicht jeden Tag. Ja, ist so. Seljaplatz. Na ja, gut, will ich mal sagen, wir gucken mal. Wir fahren zum neuen Platz der Ludolf. Hier Thomas Ludolf, Autoverwertung. Und danach fahren wir nochmal zu der alten Bude von denen hin. Mal gucken, wie es da so aussieht. Und mal gucken, wir eventuell nochmal im Rückweg Peter Ludolf. Das soll ich mal fragen. Ein Kollege von mir kennt den ganz gut. Da komme ich da ja irgendwie ran. Das wäre einfach wilder. Alle. Alle, die ganze Gang. So, da sind wir in so einem kleinen, lieblosen Gehörgebiet. Mit Wachturm. Ha, ja. Oben. Das ist der Flugtower. Alles, was hier geht. Gucken wir mal. Sieht man da auch Schrottautos irgendwo? Feuerwehrwagen. Auf den Spuren von den Ludolf. Das ist die neue Firma übrigens. Also die neue Firma von den hier, Tommy, ne? Tommy, ja. Von, der Sohn vom Uwe. Genau. Und da gibt es ja noch eine andere Firma. Die eine Firma gibt es dann noch. Und dann geht es um den Platz da, wo der Peter rumtüdelt. Also alle sind irgendwo rum. Oh, schöner Hund. Ja. Oh, schönes Haus auch. Hallo Hund. Wenn das auch in der Bude ist, hat er das nicht gemacht. Gucken wir mal hier, wo sind sie denn? Wo eiern sie rum? Ach du Scheiße. Der Turm da hinten, guck mal, deswegen mal, was ist das? Was soll das darstellen? Ich weiß es nicht. Gewerbegebiet zum Turm. Die sind da. Das Ziel befindet sich auf der rechten Seite. Jo, das ist es. Sind die noch da oder sind die schon weg? Die stehen Autos vor. Stimmt, ist ein Argument. Aber nur eins mit Kennzeichen. Das stimmt auch. Dann kann man gucken mal. Ja. Wir haben Ford Orion Lichtmaschine. Mehr will ich gar nicht. Angekommen bei den Ludolfs. Uwe, ich nehme dich mit auf jetzt, ne? Dass du Bescheid weißt. Hier, da ist der Uwe. Hi. Wir klönen jetzt auch schon seit 20 Minuten oder irgendwas. Eigentlich wollte ich los. Ich habe schon wieder komplett den. Ich habe wieder was zu schaffen, ja, genau. Viel zu spät dran, ne? Ja, weißt du, die Scheiße dann. Steckst du nicht drin? Nee. Kenn ich selber. Es ist immer die gleiche Scheiße. Selbstständig bist du immer am Rennen. Deswegen wollte ich nicht länger aufhalten. Danke dir. Mach es gut, halt die Ohren steif, bleib gesund. Stets bemüht. Und nicht erinnern lassen. Ich gebe deine Autogrammkarte, wenn du Teile brauchst. Oha. Die Adresse drauf. Ja. Immer 10:30 erst kommen, weil wir morgens Teile mit. Danke dir. Perfekt. Da würde ich sagen, machst du einen Schuhbruch. Bis demnächst wieder, wa? Jo, bis dann, du. Wenn du nochmal kommst, müsst ihr früher kommen. Ja, wir melden uns dann auch. Das kriegen wir hin. Also ein Foto machen? Die hast du doch jetzt hier. Guck. Perfekt. Uwe und ich. Und jetzt musst du aus dem Video jetzt rausholen, die filmen noch. Ja. Ach, ich weiß nicht, wie man damit fotografiert, haben wir noch nie gemacht. Naja. Ach nein. Warte, ich krieg das noch hin. Nee, hat nicht geklappt. Naja, viel Glück dann. Machst du einen Schuhbruch, danke dir, ne? Ja. Du mit deiner Sammelleidenschaft mach weiter. Stets bemüht. Besser wie das. Bemüht, ja. Ist ja wirklich so. Ja. Bis dann. Schönen Feierabend euch. Ciao. Wäre auch langweilig, wenn nicht. Stell mal vor, du hörst damit auf. Ciao. Ja, die wollen von dem Schrott jetzt weg und wollen jetzt so mit neuen Autos machen, so sagen sie. Ja, nee, mit Neuteilen nur. Ja. Neue Oldtimer-Teile. Und das soll laufen wie Sau. Also der gleiche Kram, der ich schon seit Ewigkeiten drauf sitze und nicht loskriege, der geht hier weg wie Sau, meinte. Verrückt. Aber Käferteile wollen sie trotzdem nicht kaufen. Die sind halt alle gebraucht, die wollen sie nicht haben. Aber cooler Platz. Witzig. Da kommt das uns weiter, wa? Ja. Dermbach, der alte Platz. Ah, meinst du? Ja, fahr mal hin. Guck mal, wie viel Grünspan da ist. Ja. Bin echt gespannt. So sind wir an dem Auto. Ja.
angekommen in Dernbach, beim alten Platz der Ludolfs. Der neue ist auf jeden Fall sehr wild. Ja. Aber Uwe ist ein wilder Typ, ne? Finde ich. Nett war er auf jeden Fall. Definitiv, ja, nett war er. Zeit für uns auch genommen, auch wenn er eigentlich Feierabend hat. Weil die große Geschäfte warten. Alter, ja, genau, die großen Geschäfte. Hier, so habe ich mir Dernbach vorgestellt. Genau so und nicht anders. Alter Schwede, ey. Mal kleiner als man denkt. Das ist das ist groß. Ja? Ja. Und die Front für dich ist ziemlich. Also, passen da hin? Fünf Autos? Bis hinten durch. Ach du Scheiße, guck mal drin. Die ganzen Bilder noch alle dran. Alles ausgeblichen. Überall. Guck mal, nach außen weggehangen. Ja. Da steht da oben: Liebe Ludolf-Fans, da ich mit viel Mühe und Arbeit die Hauswand gestrichen habe, möchte ich euch bitten, nicht mehr auf der Hauswand zu unterschreiben, sondern auf den beiden Autos, die auf dem Parkplatz stehen. Ich habe sie extra für euch bereitgestellt. Bedanke mich für euer Verständnis. Euer Peter. Ford Capri und ein T2-Bus. Weil ich war. Wer? Peter Ludolf? Peter Ludolf. Und die heutigen Zeiten so, ne? Ford Capri und den T2-Bus. Hier wird die Garage. Alter Schwede. Das Cabrio. Aber guck, die Felge liegt auch drin von dem Auto. Da war ein Passat drin, ne? Ach so. Ja, ein Passat. Hallo Hund. Na du? Alles gut? Das Ding ist mal drin, ne? Ist leer. Alter, kommt ein Grünspan auf dem Boden. Oh, schade um das Haus. Das Haus konnte ich gebrauchen. Was eigentlich? Für meinen ganzen Scheiß. Was meinst du, wie geil das wäre, da jetzt mal reinzugehen? Alter. Ein bisschen Mäuschen. Richtig wild. Schwöre ich dir. Da kommen die Cops. Von gerade eben. Tuning Conida rein. Henry, Tina und keine Ahnung was. Midnight Runners. Ach du Scheiße, Alter. Das ist doch voll im Arsch, das Ding. Schade drum. Richtig schade drum. Oh, die Halle ist groß, hast recht. Die ist größer, als man denkt. Geht bis hinten. Wirklich bis hinten. Wenn du den Treppo kriegst, kannst du das Schild hat hier ja. Neu gemalt. Das war auch geil, ne? Weil guck mal, sieht man so. So ist das gemalt worden. Und so war es eigentlich mal gedacht. Genau. Total wild. Ja, der Wert ist auf jeden Fall weg, das stimmt. Er ist weg, aber... Ja, schade. Wir haben die mal gesessen, ne? Hier. In der Küche, ne? Ja. Kann man die sehen? Oder was? Die Wand? Die legendäre Wand? Cool. Oh, ein cooles Haus ist das. Ja. Oh. Das ist ein Porsche vor der Nase. Ja. Stimmt, das sieht gut. Hast recht. Das haben wir ja nie im Fernsehen gesehen, ne? Das hier damals. Ja, nur hier den Eingang, wenn die aufgemacht haben hier, ne? Das, Oh ja, Peter war hier, guck mal, der hat noch geschrieben. Ja. Hier, 19.224. Einmal klingeln. Kein Strom mehr drauf. Alter Schwede. Oh hier, 123er. Da ist der Benz, der Firmenbenz da hinten. Ja, der alte da. Und der Golf 3 Variant war auch nicht schlecht. Ganzen Gitterboxen noch alle. Aber war ein Riesenladen. Da kommen wir die Halle da vorne, hinten nochmal der Hof. Ja, da stand der LKW drin oder steht da wahrscheinlich noch drin, der alte? Wahrscheinlich, ja. Könnte ich mir vorstellen, hier links sind die Garagen, wo der Manni seine Achtung stehen hatte. Stimmt. Ja, die Folgen, die kenne ich ja. Also ich bin ja nie so ein Fernsehtyp, ne? Aber das kenne ich alles noch von früher. Hier haben die ja extra noch diesen Schotter aufgekippt damals, um mehr Parkplätze zu haben, wo der Manni seine sag mal schnell, wie heißt das? Mit Gartenzwerge, ne? Das weiß ich auch noch. Das war doch alles Skript, Alter, oder? Das war auch nicht echt, oder? Also, das glaube ich nicht. Bei dem, ich weiß es nicht. Ich weiß aber, ich habe das nicht, ich hab das nicht für echt. Also für viel Skript, glaube ich. Cabrio, Einkaufswagen. Von Aldi, Alter. Sponsor. Das ist schon wild, Alter. Das ist richtig wild. Guck mal, hier haben wir hier. Gardine war hier. 20. Wer ist denn Gardine? Ach, guck mal, da oben hier. Ja, da ist kaputt, ne? Also das ja, Schleppdach ist. Guck mal, oben abgeklebt hier, so eine Geschichte. Ich dachte, das kommt von innen. Ich denke, geil, ist er da drin. Ich will raus. Peter, der ist nicht mehr hier. Also, kann mir nicht vorstellen, da sind da Strom noch auf der Bude. Oder Klingel extra abgestellt. Kann auch sein, glaube ich aber nicht. Obwohl, die haben sie mal neu gemacht in der Folge. Die kenne sogar ich. Ja, ja, hier. Die neue Klingel. Klingelingel. Die Klingel klingelt miese. Die Klingel muss ganz anders klingeln, wie sie früher geklingelt hat und klangen hat. Klingelt das gut, Gunther? Nee, Manni. Mach dich bitte auf! Das ist nicht akzeptabel! Das hört sich wie eine alte Kuh oder was an! Nein! Bau ab, das Scheißding! Aber wenn hier kein Strom drauf ist, dann gehen auch die Kameras nicht.
Ja, stimmt. Das ist ein Argument. Ja, gut, das ist eine andere Sache. Auch die Kameras, die kennt man ja eigentlich von Aldi. Aber cool, ne? Was? Der Muff, der da rauskommt. Ich fand das leider keine. Überleg mal, ein Haus, was jahrelang nicht geheizt wurde, weil man so wieder riecht. Das lebt. Wenn du überlegst, das ist hier schon, auch wenn es in dem Zustand ist, ist das ja richtig was wert, ne? Ja. Ist das nicht das immer mit dem Grundstück. Also du, das ist natürlich der Grund, warum sie auch alle Krach haben. Wie gesagt, ich bin ja nicht parteiisch, ne? Uwe war ein lieber Kerl. Ja. Aber ich glaube da, das ist ein Thema, Alter, das geht wirklich nur die was an, ne? Ich meine, die haben Fernsehkult erschaffen, ja. Finde ich. Ja. Aber das Thema geht echt nur die was an. Es geht nur die was an. Aber das kann doch nicht sein. Du kannst doch nicht einfach so einen Laden hier einfach brach liegen lassen. Guck mal, da kümmert sich ja kein Schwein drum. Es ist ja komplett. Guck mal, wie zugewuchert das ist. Ja, ich denke mal, hier kommt irgendwo einer zwischendurch und dann macht hier so grob das Gröbste. Das, nee, wieso? Glaube ich nicht. Gar nicht. Ja, du siehst ja, hier ist so ein bisschen, ist ja das keine Blätter oder sowas vom Herbst. Ja, doch. Da. Das ist schon verrottet. Guck, nee, ehrlich, also ich glaube nicht, also ich kann mir das nicht vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass hier noch irgendwas los ist. Firma Enercon war hier, 2014. Also das ist ja nicht so leer, ne? 10 Jahre her. Ja, und steht ja noch länger leer, ne? Die sind ja nur, weil die seit 10 Jahren da drüben die Halle haben, sind die ja, ist das ja trotzdem länger. Ist so, total bekloppt. Schwöre ich dir. Total verrückt. Aber Lager ist noch voll, glaube ich auch. Die Halle wird noch komplett voll mit Scheiß sein. Obwohl, draußen ist auch viel aufgeräumt worden, ne? Bis draußen so war. Ja, aber drin ist noch voll. Denke ich auch. Komplett. Verrückt. Guck mal, die liegen hier einfach mal zig 1000 Euro an Ersatzteilen rum. Ja. Millionen will ich nicht sagen. Das sind es definitiv nicht. Ja, aber guck mal, das Haus, es zerfällt einfach. Es ist schade, ne? Es so ist zu zerfallen zu sehen. Nur um die Immobilie so, ne? Ja. Finde ich auch. Da würde ich mir auch drin sehen in dem Ding. Ja, Wohn und Arbeit in einem, ne? Ja, so, und kannst alles machen. Meine Frau wird mich umlegen. Dann erst recht. Vor allem so, Schatz, ich habe einen Haufen Dernbach gekauft. Was Dernbach? Wirst schon sehen. Komm einfach mit. Ja, aber ich meine, ne, das... Cool. Cooles Day. Ist schon... Ist halt einfach trotzdem schade. Ist ein Jammer. Ist echt. Vor allem ist das Fernsehgeschichte, ne? Ja. Die einfach kaputt gegangen ist. Das ist ja wirklich Fernsehgeschichte. Guck mal, das hat D-Max. Sender ist ja erst das, was er jetzt ist, nachdem. Ja. Ich werde ja, mit dir den... In 10 Jahren wird wahrscheinlich das immer noch genauso stehen, weil sich immer alle noch nicht einig waren. Oder sie sterben nacheinander aus. Ja. Nee, ich glaube, dass das so stehen bleiben wird. Und irgendeiner ist dann der Glückliche letztendlich, der übrig bleibt. Und der kriegt der das. Nichts damit zu tun hatte. Ja, ja. Der auch nicht die Sendung und Sonstiges kennt. Aber das ist das Dach schon durch. Ja. Da habe ich keine Drohne mit, wenn man das sieht, wie das Dach aussieht. Das ist aber dicht. Hat mich interessiert. Aber richtiger Jammer. Es ist ein Jammer um dieses Ding. Aber guck mal, die haben schon alles mal übergestrichen. Siehst du das? Ja. Da ist schon mal Farbe drauf getüdelt worden. Da schon mal alles angemalt hat. Peter hat es übergestrichen. Geil, aber anderer Ton. Sehr interessant. Also ich verstehe es nicht. Wirklich nicht. Aber naja, aber so ist das. Ne? Aber sind wir hier, finde ich. Von oben her, was wir mal angucken. Das haben wir geschafft, aber es ist ja nur ein Haus. Das ist das gleiche wie das eine Video von dieser Tante, die mal das Haus von außen filmt und dann mal den Schlüssel vergessen hat. Ja, deswegen würde ich sagen, lass mal weiterfahren. Müssen wir zum Robo. Der ist kaputt. Anders auf jeden Fall, dass das Haus Peter Ludolf gehören soll und der Rest irgendwie der Familie. Das heißt, Haus hat irgendwie einer da und Rest irgendwie die anderen. Also das ist schon bekloppt, total verrückt. Naja, egal, jetzt dampfen wir ab. Nochmal eben, wir haben gerade mit Nachbarin gesprochen. Ganz liebe Frau. Das Auto ist so geil, Alter. Total wild. Und das darfst du sogar. Ja. Ich feier das. Da fährt mein Taxi. Geiles Auto, Alter. So ein GMC ist schon cool, ne? Vor allem so ein Wolf. Das ist ja in dem Fall ein Puch, aber ist ja egal. Das ist ja, wir wollen jetzt ja nicht so kleinlaut sein. Das heißt das Gleiche. Schon cool. Ja, ich war gerade schon am Robo gewesen. Hab noch Shampoo gekauft und Bockwürste. Ich war noch am Robo gewesen gerade eben. Hab nochmal geschaut, ob der jetzt hier, also in der Kiste von den
Ich hatte eine Kiste, wo der Scheiß ankommt. Ob da irgendwo mein Anlasser liegt, aber der ist noch nicht da. Expressbestellung, hoffentlich kommt der morgen. Aber cool, ne? Sascha ist ein verdammter Kerl, kann man sagen, was man will. Vielleicht treffen wir uns morgen nochmal und er hier tüdelt mir nochmal eben hier. Ja, es gibt noch ein paar interessante hier Sehenswürdigkeiten hier für mich, hat er gesagt, die er immer gern zeigen möchte. Und er hat Bock drauf, also lass er doch machen, feier ich. Cooler Typ. Das schreibe ich erstmal gleich mal hier Ultramar Köln, dass ich wieder mit meiner Bude angekommen bin. Eigentlich habe ich gesagt, wir wollen Döner essen gehen heute Abend, aber nicht geschafft. Gut, ja, noch Familie zu Hause. Ne? Ist nicht sauer, deswegen glaube ich nicht. Aber interessant. Die Ludolfs-Geschichte war auch sehr interessant, muss ich sagen. Modus war cool. Dass wir am Ende von da raufgekommen sind auf der Nacht, war richtig geil. Aber für euch ein bisschen lame, weil ich da nicht filmen durfte, nur fotografieren. Aber gut, was soll's. Ist dann halt so, ne? Aber krass. Echt krasses. Also bisher bei der Roadtrip ein voller Erfolg. Jetzt muss nur der Robo funktionieren. Wenn der Robo funktioniert, Alter, habe ich richtig gewonnen. Dann ist alles cool. Bis dahin halt ist alles. Ach ja, jetzt ist ja auch noch da. Cool. Einer davon muss gleich noch weichen, definitiv. Ach, wo lass ich hier drin? Was soll ich? Ich pack die einfach im Fußraum oder so. Ach, so, Feierabend. Guten Morgen. Müsli. Da und da. Ne? Wisst ihr Bescheid? Da steht ja meine Standuhr. Ja, ist immer noch Mist, ne? Der fährt noch nicht. Der Anlasser kommt nicht. Das ist die einzige Chance, dass, wenn ich wieder fahren will damit, die Kiste anzuziehen, ne? Mit einem BMW dran oder man könnte das Ding oder irgendeine Karre. Wenn man anziehen kann, den Bock. Mal schauen. Aber guck mal, was der Anlasser jetzt macht. Das wird nichts machen, oder? Einfach mal so testweise. Gucken wir mal, Saft drauf. Nein, der ist noch am Arsch. Scheiße, haben wir mal einen neuen bestellt. Und dann müssen wir noch extra 15 Euro für Expressversand. Weißt du, und dann kommt die Scheiße nicht an. Nee, wir haben Schwierigkeiten, Personal, bla, blub. Ja, und dann dementsprechend lief das halt. Nee, das ist mein Taxi. Alter, gut, dass ich so viele gute Leute hier kenne, hier in Köln. Ne? Sonst habe ich ein Problem. Da würde ich jetzt hier einfach die ganze Zeit in der Bude sitzen und nichts machen können. Oder halt den Motor einmal irgendwie anrollen. Und dann die Kiste die ganze Zeit in Leerlauf laufen lassen müsste. Tagelang. Wäre auch witzig, aber ist nicht unbedingt so der Bringer. Gut, ist jetzt weiter. Heute ist geplant Philipp aus dem Hamsbachtal. Mal gucken, was da so abgeht. Der hat nämlich auch so eine mega fette Militärfahrzeugsammlung.